Sei gegrüßt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Hier ist Vyacheslav Zevol und in diesem Video möchte ich dir kurz über die anstehende Reise nach Stalingrad erzählen. Dieses Jahr, im Mai 2019, plane ich nach Stalingrad zu reisen, um dort die noch gefangenen europäischen Seelen freizulassen und meinen Beitrag zu leisten für eine Versöhnung zwischen den Deutschen und den Russen. Wie komme ich zu dieser ganzen Thematik überhaupt? 2018 habe ich mit meinem Bruder die Stadt Stalingrad zum ersten Mal in diesem Leben besucht. Und dort habe ich vieles wahrgenommen. Und einer der wesentlichen Informationen, die mir auch dann dazu kam, ist es, es war wie ein Hilferuf, wie ein Appell, dass dort noch viele gefangene Seelen sind, die sich auch dann verirrt haben und die wollen auch dann freigelassen werden, damit die sich auch entweder wieder reinkarnieren können, aber auf alle Fälle wieder auch dann freigelassen. In dieser Stadt, wo jeder Meter ein Stück der Geschichte darstellt, in der Stadt spürt man viel von dem Trauer, von dem Schicksal, von dem vielen Leid, was dort gemacht wurde und wie viele Menschen dort starben. Dort ist so eine, auf der einen Seite so eine erdrückende Energie, auf der anderen Seite ist es aber aus russischer Wahrnehmung so eine Stadt, wo voller Tapferkeit, Mutes, Hingabe, Opferbereitschaft ist. Also man spürt auch dort eine besondere Energie. Und Stalingrad wurde nicht umsonst als die Hölle auf Erden von vielen Wehrmachtssoldaten auch dann genannt. Denn dort waren solche Kämpfe, dass eine Straße einzunehmen hatte für die Wehrmacht länger gedauert als die ganze Eroberung Frankreichs. Und da kannst du dir mal auch vorstellen, was dort war. Alleine auf dem Hügel, wo ich war, also auf der berühmtesten Statue, auch, und zwar wo die Frau ja auch mit dem Schwert steht, dort gibt es ein ewiges Feuer, welches dort brennt. Und es ist unglaublich. Also alleine dort liegen rund 35.000 Menschen begraben. Und es ist ein Riesenmahnmal dort. Und auf den Tafeln stehen lauter Namen, bis 7.000 Namen. Du musst überlegen, alleine pro Tag sind dort so viele Menschen gestorben. Pro Tag musst du immer überlegen. Und viele Familien auch dann in Deutschland, deren Vorfahren oder auch dann Geschwister vielleicht, ja, Onkels, dort auch gekämpft haben, die energetisch gesehen überträgt sich das weiter. Ich bin mir sicher, dass für viele diese Kämpfe, die dort waren, wenn die nochmal jetzt leben würden, hätten die das Ganze nie gemacht, sondern hätten eigentlich um Verzeihung gebeten, um sich auch dann zu entschuldigen dafür, was auch dann geschah. Und allgemein das Thema des Zweiten Weltkrieges, wo viele heute mittlerweile wissen, dass die Anglosachsen auch dann hinter Hitler standen und Deutschland und die Wehrmacht aufgebaut haben für einen Großangriff auf nach Osten. Nichtsdestotrotz, dieser Krieg belastet nach wie vor die deutsch-russischen Beziehungen. Das ist bildlich gesprochen, ist es wie ein Riesenpickel. Ich weiß, in Deutschland versuchen viele auch dann schön so Salbe auf diese Wunde auch dann drauf zu tun. Viele versuchen das einfach unter den Teppich zu kehren, ja, dass es angeblich nicht mehr gibt. Das ist ja vergangen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ob sie wollen oder nicht, energetisch ist das Ganze noch in der Matrix erhalten. Und deswegen macht es Sinn, eine gewisse Reinigung, eine Heilung zu machen. Jetzt bildlich gesprochen einfach, wenn das wir vorstellen, das ist wie ein Riesenpickel, wir müssen diesen Pickel ausdrücken, damit dieses Eiter an die Oberfläche kommt. Einfach gesagt abwaschen, ja, auch Salbe drauf tun und damit die Wunde endlich mal heilen kann.
Das ist, was die deutsch-russischen Beziehungen angeht, und auf der anderen Seite, wie gesagt, sind sehr viele auch in den Stämmen, also Familienstämmen, auch wo die Vorfahren gekämpft haben, bei Stalingrad oder allgemein auch im Osten, ist das Ganze noch in den Ahnenreihen erhalten geblieben, diese Energie. Und unter anderem der Zweite Weltkrieg und all das, was dann Leid dort auch dann geschah, das ist das, was ich wahrnehme, ist es unter anderem ein Teil, wieso das deutsche Volk nach wie vor physisch ausstirbt. Denn wie gesagt, man hat einen Keil gemacht zwischen den Generationen sozusagen. Ne? Und damit das deutsche Volk wieder heilen kann und auch in die eigene Kraft zu kommen, ist es wichtig, das Alte auch dann zu heilen und auch in die Auflösung, in die Transformation zu bringen. Und das ist ein der wesentliche Grund, wieso ich im Mai 2019, welche Datums, das wird noch, also werde ich dann noch bekannt geben, wahrscheinlich zwischen dem 2. und dem 14. Mai, werde ich nach Stalingrad fliegen, um dort auf der einen Seite verschiedene Kampforte zu besuchen, damit wir dort energetisch auch dann arbeiten können. Auch wir werden verschiedene Museen besuchen, und auch natürlich auch dann große Friedhöfe, unter anderem circa 30 Kilometer von der Stadt entfernt gibt es ein riesengroßes Friedhof von den Wehrmachtssoldaten, und wir werden unter anderem auch dann dorthin reisen. Und auch wenn niemand mitkommen würde, dieses Jahr fahre ich unbedingt nach Stalingrad, weil das ist der Auftrag, den ich auch dann spüre, dass es notwendig ist, das Ganze dort zu machen. Wenn du Interesse hättest, auch dann mitzukommen, dann lade ich dich auch recht herzlich ein, auch dann mitzufahren im Mai 2019. Interessant, wo ich jetzt auch dann rede, vorher hatte ich es nicht. Auch allein wie auch dann im Hals. Was. Und wie gesagt, auch dann 2000, das zeigt ganz einfach energetisch auch, ja, dass dort was in der Luft ist und auch ein, auf der einen Seite ein sehr heißes Thema, aber auf der anderen Seite ein sehr wichtiges Thema. Diese Reise steht unter dem Titel sozusagen Reise, Stalingrad-Reise 2019, verstehen. Verzeihen und loslassen. Am Anfang dachte ich auch dann vergessen, doch vergessen wird man das Ganze nicht mehr, deswegen vergessen in dem Sinne einfach loszulassen. Und wieso verstehen, verzeihen und auch dann loslassen. Da werden wir was beim Verstehen machen. Und zwar, es werden Begegnungen stattfinden zwischen wenn eine Gruppe sich finden würde zwischen den Deutschen und den Russen, damit die beiden Völker und auch dann die Menschen endlich auch dann sich besser verstehen. Und auch weil wir Menschen miteinander begegnen, dann ist es so, dass viele Vorurteile bauen sich ab. Und dann versteht sowohl auch dann von der deutschen Seite, wieso die Russen so auch ergiebig ihre Heimat verteidigt haben. Und wiederum auch dann die Russen würden auch dann mehr die Deutschen verstehen. Wieso waren ihre Vorfahren überhaupt, haben diesen Drang nach Osten gemacht? Wieso haben die tausende Kilometer weg von ihrer Heimat im Interesse von irgendjemandem auch dann gekämpft? Also, das wurde auch ja bisher nicht so stark gemacht. Vielleicht überhaupt nicht, ja? So eine Begegnung. Also, deswegen werden unterschiedliche Begegnungen stattfinden. Das ist, wie gesagt, verstehen, verzeihen. Wir werden einige Heilungen machen, Rituale, wo das Gegenseitige auch dann verzeihend gemacht wird. Denn Verzeihen ist ein sehr wichtiges Mittel und Instrument, um loszulassen, um diese Schuld und diese Angst, diese Wut und auch diese negativ schwingende Energie auch nicht mehr in sich zu tragen. Und dann der dritte wesentliche Punkt, wie gesagt, wird auch dann loslassen, also das Alte loszulassen, die Seelen auch dann dort zu befreien, die auch dann loszulassen in die Freiheit. Und
das alte, wie gesagt, abhaken in dem Sinne und von einem neuen Blatt das deutsche-russische Bündnis Russia auch aufzubauen. Und damit die Russia auch dann aufgebaut werden kann, ist es absolut wichtig und notwendig, solche Heilungen zu machen. Und deswegen ist die Reise nach Stalingrad, das ist die erste Reise, es werden noch weitere Reisen stattfinden, doch wie keine andere Stadt steht Stalingrad für das Leid, auch dann für die Verzweiflung, für den ganzen Schmerz, auch dann von der deutschen Seite. Ja, dann sind wie gesagt auch dann zigtausende Wehrmachtssoldaten auch starben dort in der Eiseskälte. Und deswegen werden wir auch dann diese Heilungstour, wenn man das Ganze so bezeichnen kann, auch bei der Stadt Stalingrad auch anfangen. Wie gesagt, 2019 im Mai wird das sein, genau auch an dem 8. und 9. Mai, das ist mir persönlich wichtig, damit auch dann diejenigen, die mitkommen, erleben eine andere Einstellung jetzt von den Russen. Naja, wieso feiern die jetzt so den 9. Mai? Was ist für sie wirklich der Feiertag? Ja? Weil das, was uns auf die Presse gezeigt, das ist, wie gesagt, das spielt sich überhaupt nicht. Auch das war auch, was uns die auch dann zeigen. Und auf der anderen Seite, dass die Menschen mal auch dann fühlen, wieso die Russen auch dann so das Ganze feiern. Und wie gesagt, auch an diesen Tagen werden wir auch für viel Heilung auch dann und Versöhnung zwischen dem deutschen und dem russischen Volk auch beitragen und unseren Beitrag machen. Und wenn du Nachkömmling von jemandem bist, der in Stalingrad gekämpft hat, und du fühlst, dass diese Information kommt also auf Resonanz mit dir, dann und du möchtest gerne auch an der Reise teilnehmen, dann lade ich dich recht herzlich ein. Schließ dich mir an und wir werden auch dorthin reisen. Denn wenn diese Information bei dir auf Resonanz kommt, dann komm mit und nimm unbedingt das Bild von demjenigen, der auch dann dort gekämpft hat, um wenigstens auch in seinem Namen einfach um Verzeihung und um Entschuldigung zu bitten für das Leid, was auch dann dort den Menschen angetan wurde. Wie gesagt, Stalingrad war völlig zerstört, zerbombt. Zigtausende Menschen kamen dort ums Leben. Und denn diejenigen nochmals, die damals gekämpft hatten, ich bin mir sicher, dass viele von denen würden, wenn die es könnten, nochmal um Verzeihung bitten und um Entschuldigung. Also die Toten können das Ganze nicht mehr machen. Dafür können die Lebenden, also deren Nachfolger, die energetisch dieses Traumata und dieses Ereignis mit in ihrer Familienmatrix auch noch mittragen, können im Namen derer, die wie gesagt gekämpft haben, bei den Menschen in Russland um Verzeihung und um Entschuldigung zu bitten. Und wenn das Ganze gemacht wird, bin ich mir absolut sicher, dass vieles auch sich auflösen würde. Denn wir wissen ja auch nicht, was die Kraft des Verzeihens und des Vergebens alles ausmachen kann und wird. Und wenn dich weitere Informationen interessieren und wie gesagt, du dich anmelden möchtest, man muss schon ziemlich schnell agieren. Also für uns wurden dort nur für 20 Menschen auch dann Plätze reserviert. Wir werden dort unter sehr einfachen Bedingungen sein, aber auf einem der wichtigsten Plätze in Stalingrad sein, mit dem Blick auf den Fluss Wolga. Ich wollte unbedingt auch dann dort, weil das ist energetisch gesehen ein sehr wichtiger Ort. Wie gesagt, wir werden dort unter sehr einfachen Verhältnissen sein. Das genauere Datum werde ich noch den Teilnehmern auch dann sagen. Auch ich denke, es hängt wie gesagt von den Fluglinien, wann auch wir wegfliegen. Doch ich denke, zwischen dem 2. und dem 14. Mai 2019 wird das Ganze stattfinden. Unter dem Video in der Beschreibung findest du meine E-Mail, wo du mich anschreiben kannst, falls dich das Ganze auch dann die Reise interessiert und auch dann du mitkommen möchtest. Wie gesagt, die Reise wird ungefähr
Pi mal Daumen, 1500 Euro kosten mit allem drumherum. Noch, wie gesagt, mit Verpflegung dort, auch und so weiter, alles enthalten ungefähr. Das ist der Pi mal Daumen Preis. Und ja, das ist ein Beitrag, den wir jetzt Menschen machen können, vorbei in den ganzen Politikern, um eine Versöhnung zwischen den Deutschen und den Russen auch dann beizutragen. Und falls du nicht mitkommen kannst, doch du kennst jemanden, dessen Vorfahren auch im Osten gekämpft haben, auch zum Beispiel in Stalingrad selber, dann schickt bitte diese Information weiter und dass die auch dann davon erfahren. Denn es ist wichtig, dass auch dann von der deutschen Seite dorthin Menschen fahren, die guten Einstellungs sind auch, ja, dass energetisch gesehen sollen auf dieser Reise nur Menschen sein, die nur das Beste wollen, ja, auch zwischen für Deutschland und Russland, die für eine Heilung beitragen wollen, auch dann für eine Versöhnung. Und da bin ich mir sicher, dass diejenigen, die auch dann mitkommen werden, ich hoffe, es kommen welche mit, wenn nicht, dann fahre ich auch alleine dorthin, wie ich schon gesagt hatte. Diejenigen, die auch dann mitkommen werden, die werden zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn du fühlst, dass es eine wichtige Sache ist, wie gesagt, verteile bitte diese Info weiter. Mach einen Daumen nach oben. Schreib unten in die Kommentare, was du davon hältst und allgemein von solchen Aktionen für so eine Völkerverständigung, auch dann Heilung zwischen den Deutschen und den Russen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr auch in Stalingrad, in der Stadt, die wie keine andere so die deutsch-russischen Beziehungen und das Verhältnis belastet. Und wo, wenn nicht in Stalingrad, sollen wir wieder für eine Versöhnung, für eine Heilung und für eine Völkerverständigung zwischen den Deutschen und den Russen beitragen.